Spargel mit Avocado-Joghurtsoße den Spargel schälen und die Enden um 2 bis 3 cm kürzen. Dicke Stangen längs halbieren. 4 Blätter Pergamentpapier, Klammer auf 30 cm mal 30 cm Klammer zu, bereitlegen. 1 Esslöffel Butter in die Mitte jedes Blattes geben, den Spargel darauf verteilen und mit je eine Prise Zucker sowie Salz und Pfeffer würzen. Je 4 Tomaten darauf legen und das Papier zu kleinen Paketen oder Säckchen falten, die mit Küchengarn zusammengebunden werden. Die 4 Pakete auf ein Blech setzen und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, Klammer auf 180 Grad Umluft, Klammer zu, 20 Minuten garen. In der Zwischenzeit die Eier hart kochen, pellen und zerkleinern. Die Avocado halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden. Den Zitronensaft und den Joghurt untermischen und alles pürieren. Die Petersilie hacken und unter die Soße heben. Mit einer Prise Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Den Spargel mit der Soße und den zerkleinerten Eiern servieren. LTD ca. 363 Kilokalorien / 15.041, Klammer auf 1,158 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett, 18,2 Gramm Kohlenhydrate, Klammer auf pro Paket, Klammer zu.